Wir sind eine klassische Big Band-Formation. Wir haben 5 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Saxophone, einen Gitarrist, einen Bassist oder eine Bassistin jetzt bei uns und Schlagzeug und Klavier. Und ab und zu haben wir auch eine Sängerin, je nachdem, wie sie verfügbar ist. Und das rundet eigentlich das Ganze ab. Unsere Hauptmusikrichtung ist der Swing. Das hat angefangen mit den Stücken aus der Swing-Zeit, aus der Swing-Ära. Das sind 30er und 40er Jahre. Da gibt es sehr bekannte Namen wie Duke Ellington, Count Basie. Später war noch in der Kriegszeit auch Glenn Miller dabei. Und wir ergänzen unser Repertoire nachher auch ein bisschen ergänzen, noch mit modernerem Big Band Jazz, teilweise auch noch ein bisschen mit Latin und Funk. Lindy Hop ist ein Swingtanz aus Amerika. Der ist getanzt worden, vor allem in den 20er, 30er, 40er Jahren und zu Swingmusik. Erfunden ist es eigentlich worden von den Schwarzen, die das in New York getanzt haben. Und von dort aus hat es nachher nur einen kleinen Weg gemacht, zuerst an die Westküste, in Hollywood-Filmen. Und erst später, in den 80er Jahren, haben ein paar Schweden und auch ein paar Amerikaner gefunden, dass sie so lässige Tanzszenen in diesen Filmen, wir wollen das auch wieder ausgraben. Und haben dann alte Tänzer ausfindig gemacht, die 80er, 90er waren, und haben das dann dort wieder gelernt. Und so ist die Lindy Hop-Welle ein zweites Mal wieder über die ganze Welt geschwappt. Eine Lindy Hop-Obung läuft so ab, dass wir zuerst eine Stunde einen Crashkurs haben, wo unser Tanzbärli all die Tanzschritte erklärt und wo jedermann herzlich willkommen ist. Wir fangen bei Adam und Eva an. Wir erklären alles. Es geht darum, dass Leute, die nicht tanzen können, mal einmal schauen, wie das ist, wie tanzen wir zusammen, wie hat man Spass auf der Tanzfläche und wie viel Spass macht vor allem Lindy Hop. Um das geht's. Und liebe Frauen, habt keine Angst, wir haben jetzt immer genügend Männer zusammengebracht. Yeah.
Vor ein paar Jahren hatten wir Gelegenheit, in Bern, im Progger, bei einem Lindy-Hop-Anlass als Liveband aufzutreten. Und das hat uns gerade elektrisiert, weil es ist wahnsinnig viel Publikum gekommen. Sehr viele Tänzer, die wirklich bis weit in die Nacht hinein tanzen. Und wir haben dort wirklich unser komplettes Repertoire durchgelassen und mussten wirklich wieder ein Stück wiederholen, weil es so viel Musik gebraucht hat. Da ist uns dann die Idee gekommen, das auch in Solothurn zu machen, weil in Solothurn eben noch keine Lindy-Hop-Szene existiert, währenddem das in anderen Schweizer Städten wie Basel, Zürich oder Bern eben schon vorhanden war. Und so haben wir dann die Zusammenarbeit mit unserem Tanzbärli angefangen. Und als wir gehört haben, dass die ABB Solothurn etwas machen will und wir doch tanzen können, das war für uns einfach wirklich so der Hammer. Da haben wir gesagt, da sind wir gerade dabei, das machen wir. Und wir sind sehr begeistert, dass wir hier im Kaffmau zusammen mit der ABB immer wieder die Anlässe durchziehen und mega viel Spass verbreiten. Wir haben bei solchen Lindy-Hop-Anlässen natürlich mega Spass, weil das ist so super, wenn hier vortan getanzt wird. Das ist einfach eine Energie, die bis auf die Bühne raufkommt und das ist einfach genial. Was mir persönlich am Anlass Lindy-Hop Solothurn sehr gefällt, ist einfach die Interaktion zwischen der Band und dem Publikum, dass wir Live-Musik machen können und wo Leute dazu tanzen, weil das schlägt eigentlich Brücke zu der ganz alten Swing-Zeit, wo die Big Bands eben vorwiegend Tanzmusik gemacht haben. Also zum Swing ist vorwiegend getanzt worden. Das weiss man von den Bällen im Savoy Ballroom beispielsweise oder auch bei vielen Air Force Tanzöben hat immer eine Big Band gespielt.